Happy Halloween! Hallo Freunde, willkommen zu Akt 2 des Halloween Events 2012 in Guild Wars 2. Und heute zeige ich euch, wie ihr eure gesammelten Memoiren des verrückten Königs erweitert. Und ja, ihr bekommt dann diesen schicken Feuereffekt auf eurem Buch. Und Schritt für Schritt werde ich euch jetzt zeigen, wie das funktioniert. Also, los geht's. Unser erstes Ziel ist die Siedlung Ascalon in den Gendaran-Feldern. Hier gehen wir vom Wegpunkt einfach durch die Tore raus und das Ziel, wohin wir müssen, ist dieser kleine Berg hinter der Siedlung. Der zweite Akt jetzt vom Halloween-Event ist ein bisschen actionreicher gestaltet worden. Hier gibt es jetzt nicht nur die Suche nach den Geistern, sondern wenn man die Geister finden will, muss man sogar ab und zu kleine Events erledigen. Das ist sehr cool gemacht. Hier sehen wir noch ein verwunschenes Tor. Und das war übrigens das Tor, das ich benutzt habe, um zum Uhrenturm zu kommen. Bewaffnet und Falls ihr bereit. euch fragt. Ja, wir wählen unseren Bonbon Materiameter aus und benutzen hier Skill Nummer 4, Feststofffeld auf Signal überprüfen. Und wenn wir hier interagieren, spawnen wir diese Hände, also wir triggern sozusagen das Event. Die machen wir jetzt erstmal wieder weg, weil die stören ja ein Ich bisschen. höre auch mein Gut, Zeichen. dass hier auch andere Spieler sind. Das macht es halt immer ein bisschen toller, wenn man mit anderen Leuten spielt, aber ich glaube, schwer wäre das jetzt hier nicht geworden. Adrenalin durchströmt mich. Ja, sogar ein Skelett ist hier gewesen. Das passt jetzt zu Halloween. Und ja, das war's schon. Das war ein kleines Event und hier spawnt der Geist Cashel. Und wenn wir mit Cashel reden, bekommen wir die siebte Seite. Genau. Verrückte Memoire Nummer 7, Handlos. Und das war's schon, das war wieder ein Teil. Und unser nächstes Ziel ist in dem Harati-Hinterland. Im Harati-Hinterland gehen wir zur Wegmarke Demeter, denn unser Ziel ist das Märtyrergrab hier oben. Und ich finde es total klasse, dass ArenaNet die ganzen Locations nochmal benutzt, die man vielleicht schon mal erforscht hat irgendwann im Laufe des Spiels, aber die zu dem Halloween-Setting ziemlich gut dazu passen. Und dass man dann hier wieder zurückkommt und diese ganzen Gebiete in einem ganz anderen Kontext sozusagen erlebt. Das ist schon, ich finde, eine sehr, sehr schicke Idee von ArenaNet. Ja, wir müssen dann hier die Treppen hochlaufen ins Märtyrergrab und hier gibt es an sich kaum Probleme. Die Gegner sind nicht allzu stark und verlaufen kann man sich hier auch nicht. Und wenn, man kann ja immer noch die Spieler, die hier rumrennen, ein bisschen verfolgen und dann sieht man schon, wo man hin muss. Hier rechts, dieser Weg, den müssen wir gleich entlang gehen. Ich gehe jetzt nur noch mal schnell hier hoch, denn hier gibt es eine Truhe und jeder, der ein bisschen extra Loot abgreifen möchte, der kann diese hier öffnen. Und ja, jetzt gehen wir den richtigen Weg entlang. Das ist hier der Weg. Wir entfernen noch schnell Auf diesen mein Geist Zeichen! hier. Auch kein Problem, vor allem nicht mit den anderen Spielern. An der Eisenader werde ich mich mal schnell ein bisschen abbauen. Ach, das war Und nichts. ja, die Dwainer-Statue hinter mir ist unsere eigentliche Attraktion. Ich habe Glück, bei mir sind die beiden Geister, die man schon braucht, da. Wenn bei euch die Geister noch nicht da sind, könnt ihr euch mit dem Emoticon Kneel hinknien. Dann erscheint die Emissärin von Dwainer. Und wir brauchen aber diesen Geist, der Fan heißt. Deswegen holen wir unseren Bonbon-Meter und benutzen Skill Nummer 3, Ätherfeld scannen. Und dann müsste Fan erscheinen und ihr redet mit ihm einfach und ihr bekommt die verrückten Memoiren Nummer 8, Festschmaus und Hungersnot. Und jetzt geht's in die Blutsturmküste. Das ist unser nächstes Ziel. In der Blutsturmküste nehmen wir die Wegmarke Sorge. Das ist diese Unterwasserwegmarke. Und wir schwimmen dann von ihr geradewegs runter. Auf der Minimap seht ihr es. Unser Ziel ist dieses Schiffswrack. Und ja, hier kann ich mal schnell was zu den Unterwassergebieten sagen. Ich finde, ArenaNet hat einen richtig, richtig guten Job gemacht, die Unterwassergebiete zu gestalten. Denn von oben sieht man nie, wie das da unten aussieht. Und wenn man dann einmal untertaucht, sind die Gebiete auch meistens ganz anders und unterschiedlich wie das, was man schon mal gesehen hat. Und ja, das ist richtig gut gemacht. Hier sind wir dann beim Schiffswrack. Ihr seht schon die ganzen Spieler, die sich um den Geist dort versammeln.
Also wie gesagt, bei mir ist der Geist schon da, der Seemarschall Bennu. Wenn er bei euch noch nicht da ist, wählt ihr einfach euren Bonbon betriebenen Materiemeter aus und benutzt Skill Nummer 1, den Aqua Scan. Und ihr müsst dann eine Welle von verschiedenen Halloween-Monstern abwehren. Und dann erscheint der Geist. Und wenn ihr mit ihm sprecht, bekommt ihr dann die verrückten Memoiren Nummer 9, die Wehen der Liebe. Und wenn ihr die habt, habt ihr schon wieder die Hälfte geschafft. Und jetzt müssen wir zurück ins Harati-Hinterland. Zurück im Hinterland gehen wir zu der Wegmarke Seraphenlände. Und von der Wegmarke aus halten wir uns in die Richtung von der Rüstungsreparaturdame und müssen einfach nur die Treppe, die hinter ihr ist, hochlaufen. Dann haben wir es auch schon fast geschafft. Das ist nur ein sehr kurzer Abschnitt im zweiten Akt. Auch kein allzu schwerer. Zuerst müssen wir... Ja, hier laufe ich gerade falsch. Ich laufe hier zu dem Lagerfeuer. Das hat mich irgendwie fasziniert. Aber das war nicht ganz richtig. Wir müssen hier in den Turm. Hier sehen wir auch die Halloween-Deko und ich hatte wieder Glück. Bei mir ist der Geist von Rufus schon da gewesen. Wenn er bei euch nicht da ist, zückt ihr euren Baumometer und nutzt den Skill Nummer 4. Das ist Feststofffeld auf Signale prüfen. Und dann redet ihr einfach mit Rufus und er gibt euch dann die verrückten Memoiren Nummer 10, die Steuerlaternen. Und dann geht's gleich im Harati-Hinterland weiter. Ihr könnt jetzt entscheiden, ob ihr von der Wegmarke von gerade eben weitermacht oder von der Wegmarke des Brückenwachtlagers. Die Entfernung zum Ziel ist ungefähr die gleiche, und zwar ist das das Gebiet hier oben. Es kommt halt darauf an, ob ihr jetzt ein bisschen Silber sparen wollt oder nicht. Manchmal ist es gar nicht verkehrt, die Wegmarken gar nicht zu benutzen, denn je höher ihr vom Level werdet, desto teurer werden die auch. Und ihr verbraucht dann schon ziemlich viel Geld, wenn ihr euch oft hin und her portet. Ich trage jetzt bereits den Bonbonmeter, weil ich jetzt nicht glaube, dass hier irgendwelche Gefahren lauern. Und da hinten sieht man schon die blauen Flammen. Das ist das Event, das getriggert wird, wenn ihr den Geist sucht. Wir müssen diese Geisterflammen löschen. Und das könnt ihr gleich machen, indem ihr den Aquascan benutzt, den ersten Skill. Und wenn ihr das geschafft habt, dann erscheint sozusagen der Geist. Das haben die Spieler hier bereits schon erledigt. Wenn das bei euch nicht der Fall ist, dann könnt ihr mit dem zweiten Skill erstmal nach dem Geist suchen und den verdächtigen Ort. Diesen dann triggern und dann kommt hier, wenn ihr das Feuer gelöscht habt, der Geist von Portia. Und sie gibt euch die vorletzte Seite. Und das sind die verrückten Memoiren Nummer 11, reinigende Flammen. Und wenn ihr das geschafft habt, ist der letzte Punkt im Funkenschwärmersumpf. Im Funkenschwärmersumpf nehmen wir die Wegmarke zum Fort Gleichschritt und laufen dann hier in diese Ruine rein. Unser Ziel ist aber ganz, ganz unten in der Ruine, deswegen werden wir einfach hier drüben in ein Loch reinfallen, beziehungsweise wir werden einfach so weit runterspringen, bis wir auf der untersten Etage sind und dort werden wir dann andere Spieler treffen und den Geist, den wir suchen. Hier springen wir einfach durch das Loch auf diese kaputte Säule. Und das hier ist die unterste Etage. Und hier drüben sieht man auch ein Bankett, das aber nur noch im Geistformat sozusagen besteht. Und ich finde das sehr schön und sehr stylisch gemacht. Aber wir wollen ja den Geist und unsere letzte Seite, deswegen packen wir unseren Bonbon-Meter wieder aus. Und ja, wir stellen uns ungefähr hier in diese Position und benutzen dann den Skill Nummer 3. Und hinter der Säule hier hinten tauchen dann die beiden Geister auf. Aber diesmal gibt es keine Warnung. Wir greifen an, wer vorher seine Magie nutzen kann. Wir sind viele, das ist unser Vorteil. Wenn ihr tot ist, sind die Königin und der Prinz dran. Wir löschen Torm und designen aus. Genau. Hier sehen wir dann sozusagen die Szene. Und wir müssen mit dem Geist namens Vin reden, den wir hier getriggert haben. Und bekommen von ihm die letzte Seite. Und das sind die verrückten Memoiren Nummer 12, Abstieg. Und damit haben wir den Akt 2 sozusagen bewältigt.
Wir bringen die Bücher zurück nach Löwenstein zum Magistrat Tassi und dann haben wir es geschafft. So, das Ende von Akt 2 ist in Sicht. Da ist Magistrat Tassi. Und mit ihr reden wir jetzt nochmal und schon kriegen wir dann einen neuen Brief. Und darin finden wir unser neues Item, die verrückten Memoiren, gesammelte Werke. Und ja, damit haben wir Akt 2 beendet. Jetzt können wir unser neues Item nochmal ausrüsten und zur Schau stellen. Und das sieht doch schon sehr, sehr schön aus. Wunderbar. Und damit habt ihr Akt 2 abgeschlossen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, der Guide war hilfreich. Und ich hoffe auch sehr, dass euch das Item gefällt, das ihr bekommen habt. Ich finde dieses Buch sehr stylisch. Das Buch davor war schon cool. Und jetzt mit noch einem Effekt. So lobe ich mir das. Ich hoffe, ihr habt dann noch viel Spaß mit dem Spiel. Viel Spaß mit Halloween. Und man sieht sich in-game. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.